ein Sippelein von San Roque und San Isidro. Unter den religiösen Gebäuden, die wir in Brea de Tajo finden können, stechen die Eremitage von San Roque und die von San Isidro aus dem 19. Jahrhundert hervor. Die Kapelle von San Roque wurde zu Ehren eines der Gönner der Gemeinde errichtet. Am 16. August, innerhalb der Kulturwoche, findet in der Stadt eines der einzigartigsten Festivals der Stadt statt. An diesem Tag ist es üblich, die Kinder zum Küssen des Heiligen zu bringen und zu versuchen, den Kuchen von seinem Hund zu nehmen. An diesem Tag findet die Eucharistie zu Ehren von San Roque statt und am Ende werden Limonade und Kekse unter den Teilnehmern verteilt. Die Eremitage von San Isidro liegt nur wenige Meter von der Stadt entfernt. Es wurde 1897 erbaut. Jeden 15. Mai wird der Heilige mit einer traditionellen Pilgerfahrt von der Stadtkirche aus verehrt. In der Ansiedelei wird die Eucharistie unter dem Vorsitz von San Isidro mit dem Segen der Felder gefeiert. Nach der Messe gibt sich die ganze Stadt der Partei zu Ehren des Schutzpatrons der Bauern hin.